Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen auf der PlayStation 5 unser schönes Projekt Big Farm auf der Karte Neubartelshagen. Wir stehen hier vor unserem Case und das hat einen guten Grund, denn ihr seht es, da hinten habe ich den Isaria Scout und das soll heißen, ich war in der Zwischenzeit ein bisschen unterwegs und habe jetzt schon mal hier die ersten Bodenproben hier auf unserem Feld genommen. Das seht ihr hier. Und hat einen einfachen Grund, weil wenn ich nämlich die Umweltdetails aktuelle keine Bodenprobenanalyse, jetzt muss ich gerade mal schauen, das Feld muss ich glaube ich erstmal markieren und dann so. Ja gut, das haben wir jetzt gelöscht. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, weil ich wollte eigentlich was anderes machen. Zeigt er das gar nicht mehr an, wenn wir jetzt schon hier Bodenproben genommen haben. Ich vermute es mal fast, weil ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge, da haben wir mal nämlich geschaut, wie das aussieht, wenn ich hier die Bodenproben direkt kaufe. Dann waren das, glaube ich, über 100.000. Und deswegen habe ich mich eben jetzt dazu entschlossen, hier das Manchige jetzt doch auszuleihen und bin jetzt doch hier schon mal über Teile des Feldes gefahren, während wir nämlich dahinter mit dem Ideal ja unterwegs waren und haben hier das Feld Nummer 4 nämlich abgeerntet, weil war natürlich klar, ich muss das ja abernten, denn wir wollen ja mit diesem Abfahrer hier jetzt, mit diesen beiden Kollegen, wollen wir ja schließlich das Maisfeld häckseln. Und das heißt, wir gehen mal zum Shop und werden uns jetzt einen Häcksler mieten, damit wir dann damit anfangen können. Natürlich brauchen wir dann auch Silage, ganz, ganz wichtig. Siliermittel. Und und da müssen wir mal schauen, mit welcher Größe von Gebiss wir arbeiten können. Denn das Ganze ist ja immer auch abhängig von der Größe oder von der Stärke des Motors. Okay, ich habe da schon was im Auge. So, wir gehen hier oben in den Shop und dann rüber zu den Feldhäckslern. Und ist natürlich ganz klar, wir können hier das Original, den Glas nehmen oder wir können natürlich auch hier den Mod nehmen. Und wenn wir hier natürlich auf die PS-Zahlen schauen, hier 626 und da haben wir 653 und der kostet ja satte 200.000 mehr. Also weiß ich jetzt nicht. Wenn wir nämlich die Kombination uns anschauen, hier haben wir nämlich das Gebiss mit 7,50 Meter. Dafür brauchen wir 650 PS. Nehmen wir die 9 Meter, dann brauchen wir auf jeden Fall 750 PS. Und das heißt, wir müssten auf jeden Fall den hier nehmen. Und dann, wenn wir hier eine Motorgröße größer gehen, 462. Warum dann hier der andere 584 kostet, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, den Fendt mit 395, der hat nur 650 PS, da könnten wir dann auch nur die 7,50 Meter dazu nehmen. Alles andere wird wohl ein bisschen eng. Der hat 770 PS, ist aber dann auch schon wieder bei 449.000. Da könnten wir das 9 Meter Gebiss, denke ich, nehmen. Der New Holland 452, 1000 PS, das brauchen wir jetzt nun gar nicht. Der Johnny 770, aber auch 449. Und was haben wir hier geschaut? Quatsch, hier rein und dann ein zweiter. Dann haben wir 462 mit 925. 462. 770. 770 und dann halt eben das Gebiss mit 9 Metern. So, der kommt dann auf 6000 und der hier käme dann auf, ja, dann sind wir bei 30.000. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt jede Menge Geld gespart, was das Thema Bodenproben angeht. Und warum sollen wir nicht uns einfach mal den Johnny gönnen? Jupp, also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier irgendwie was Spezielles brauchen. Kurzes Entladerohr, mittleres Entladerohr. Ob wir hier, da gibt es dann auch eine andere Motorausführung mit 870, aber wir probieren es mal mit der Standard. Gut, ansonsten Reifenvarianten breit und Umleuchte normal, Aufkleber. Wir werden uns dieses Fahrzeug jetzt mieten. Achso, stopp.
Ach so, stopp. Ganz kurz. Haben die alle einen Selliertank dabei? Ist das der Selliertank? Ich gehe davon aus, oder? Dass das Gelbe hier... Na, das Gelbe hier der Selliertank ist. Oder ist es hier bei dem auch, dass das eine Option ist? Nee. Nein, da unten ist es ja angezeigt. Selliertank. Nein, 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 nein. Passt schon, passt schon. Gut, also. Wir mieten. Und dann dazu das 9 Meter Gebiss. Mieten wir. So, und dann können wir eigentlich loslegen mit dem Häckseln. Sehr schön. Okay. So, dann fahren wir heute mal mit dem Johnny. Achso, was wir natürlich auch noch brauchen, ist das Seliermittel. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. So, Seliermittel. Das haben wir dann hier, glaube ich, auf Palette. So, das sollten wir uns auf jeden Fall auch gönnen. Das sind 60 Liter. So, jetzt sind wir eigentlich komplett. Jupp. Ja, und dann können wir jetzt mit dem Häcksel beginnen. Erstmal mit zwei Abfahrern. Ich denke, das sollte auch reichen, weil ja schließlich auch der Weg nicht so weit ist. So, können wir hier schon aufnehmen? Ja. Sehr gut. Dann müssten wir eigentlich mit den zwei Abfahrern auf jeden Fall zurechtkommen. Da kann immer ein Abfahrer zum Silo fahren und der andere steht dann schon parat. Und dann können wir mit dem sofort weiter häckseln und dann kommen wir hier hoffentlich einigermaßen zügig vorwärts. Okay. So. Ja, was ich auch mal gerne hier in dieser Staffel dann machen möchte, ist natürlich auch mal probieren, weil das habe ich eigentlich auch noch nie gemacht, wie das eigentlich aussieht, wenn man jetzt Getreide oder sonstige Früchte nämlich häckselt, was dann dabei herumkommt. Das wäre übrigens auch mal, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. So, zack, dann werden wir hier vorne ausklappen und fahren erst einmal hier hoch und runter, damit wir ein bisschen, damit wir genügend Platz zum Wenden haben. So, sehr schön. So, und bevor wir loslegen... Achso, das Rohr sollte man noch ausfahren. So. Und, ja, das Rohr natürlich ausfahren. Dann machen wir hier noch einen schönen Screenshot. So, da stehen die anderen Kollegen. So. Bingo und ab die Post. Dann legen wir mal los. So, ich glaube, wir haben alles eingestellt. Ja. Dann gehen wir erstmal mit unserem Fendt. So. Und dann wird in der 13. Folge unseres Projektes Big Farm gehäckselt. Sehr schön. Ja, da werden wir uns hier einiges an Material hier anarbeiten und dann können wir also den ganzen Winter über silieren bzw. fermentieren und Silage produzieren und dann eben gleich in unserer kleinen BGA verarbeiten. Und das Schöne ist, kleines Nebenprodukt sind jede Menge Gärreste, die wir dann haben, um dann auf den Feldern zumindest mal anzudüngen, wie ich immer so schön sage. Dann fährt man einfach nämlich mal rüber. 60, 70 Einheiten macht man dann drauf auf das Hektar und dann haben wir sozusagen schon mal ein bisschen angedüngt und brauchen dann eben bei der zweiten Düngestufe oder bei der Aussaat nicht ganz so viel Kunstdünger. So, da werden wir mal kurz zurücksetzen. 210.000 haben wir jetzt noch. Und da muss ich später auch mal reingucken, weil wenn ich richtig, ich glaube, wir haben ja noch gar keine Saatmaschine, ne? Also das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was kaufen. Und auch das Thema Kalken, nachdem ich ja jetzt hier die Bodenproben genommen habe, ist eben, was das Thema Stickstoff und Kalk angeht, pH-Wert, also da müssen wir schon ein bisschen nacharbeiten, damit wir hier dann auch ordentliche Erträge im nächsten Jahr hinbekommen. Ja, ja, also... Bis wir oben sind, ist der Hänger schon zur Hälfte voll.
Ja, ich muss sagen, den Johnny hatte ich jetzt auch noch nie. Meistens Glas oder New Holland. So. Dann schauen wir mal, ob er... Jo. Okay. Dann gehen wir jetzt hier in die Spur. Ja, stehen ein bisschen eng, aber es wird schon gehen. So. So, sehr gut, das passt soweit. Ja, immer mal schauen, dass man die richtige Position für ein schönes Thumbnail hat. Für einen ordentlichen Screenshot. So, wie weit sind wir? 91%. Also das heißt, den können wir dann gleich mal zum Abtanken schicken, beziehungsweise zum Abladen. Und dann schauen wir mal, ob das auch sauber funktioniert. So, dazu müssen wir den aber auch erstmal programmieren. Das heißt, er ist jetzt voll. Dann gehen wir hier rein. Job erstellen. Wir werden liefern. Und zwar zum hessischen Fermenter-Silo. Und danach, ja, bringen wir den irgendwo hier in Position. Und das Ganze soll er wiederholen. Und wir holen uns den nächsten Abfahrer. Ja, der Fendt setzt sich in Bewegung. Das scheint schon mal zu funktionieren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er fährt. Ob er hier den direkten Weg fährt. Der fährt quer übers Feld sozusagen. Ja, ich vermute, er wird von links an das Silo ranfahren. So, wir können hier weitermachen. Und der Anhänger ist ja deutlich größer. Also da kriegen wir auf jeden Fall mehr Material rein. So, wir gucken mal wieder in der Übersichtskarte. Okay, der fährt da links. Ja. Fährt er da jetzt mitten durch? So. Augenblick. Wir schauen uns das mal kurz an. So, da fährt er. Und das sollte funktionieren, dass er das jetzt hier sauber ablädt. Ja, denke ich schon. Dann können wir hier weitermachen. So, da drüben steht unser Drescher. Der muss ein bisschen warten, der ist da geparkt. Denn wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hier, denke ich, 500.000, 600.000 werden wir hier an Häckselgut auf jeden Fall ins Silo werfen. Dann kriegen wir auf jeden Fall auch ordentlich Geld zusammen. Und natürlich, wie gesagt, die angesprochenen Gärreste. Ja, aber wie es aussieht, also der Johnny kommt hier zurecht mit der PS-Zahl und mit diesem 9 Meter Gebiss. Und dann sollten wir hier auch einigermaßen gut vorwärts kommen. Aber trotzdem, ja, das ist ordentlich Strecke, die wir hier noch machen müssen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er nochmal nachschießt. Nein. Der Klaas macht das nämlich, glaube ich, meistens. Der schießt dann aus irgendeinem Grund nochmal ein bisschen nach. So, unser Abfahrer steht da hinten schon wieder in den Startlöchern parat. Wir haben 47%, okay. Also da können wir ja auch fast die ganze Bahn fahren. Dann passt es da, wo der Fendt steht. So, mal schauen, ob er da unten was anzeigt bezüglich Ertrag. Nein. So.
Ja, der New Holland hier, auch ein schönes Gefährt. Gefällt mir auch sehr gut. Aber ich habe es vorhin gemerkt beim Abfahren, dass ohne Gewicht fängt er natürlich mit dem fast vollen Hänger an vorne an ganz schön zu schwimmen. Also das fehlt hier ein bisschen, aber soll uns jetzt mal für hier nicht weiter stören. Wir werden auf jeden Fall hier unser Material bis zum Silo bringen. So, wie viel haben wir? 76%. Ja, wir müssen natürlich dann noch ein Auge drauf werfen, wie es mit dem Siliermittel aussieht im Häcksler. Dass wenn das dann leer läuft, dass wir dann natürlich wieder auffüllen. Palette steht ja beim Händler. Ja, einziger Nachteil bei der ganzen Geschichte natürlich mit den Helfern ist, dass natürlich der andere Kollege uns jetzt Geld kostet, aber naja, was soll's. So, wir programmieren wieder. Job erstellen, liefern. Hessisches Fermentersilo und auch er hier soll irgendwo hier mal landen. Zack. Und Job starten. So, wir holen uns. So, ne, weil solange der nämlich hier im Wartemodus steht, kostet der Helfer nämlich auch Geld. Aber nun gut. Dafür flutscht es hier auch und wir haben keine langen Wartezeiten und dafür kostet uns eben der Häcksler nicht so viel. Ja, wenn ich das richtig sehe, fährt der dann nicht um die Insel, oder? Ja, der fährt da irgendwo mittendurch. Ist übrigens deswegen auch spannend, weil ich habe nämlich auch ein bisschen um das, um die BGA, um die Mini-BGA, habe ich schon mal wieder ein bisschen Gras mahlen wollen. Und dann habe ich auch festgestellt, dass uns die Insel nicht gehört. Das fand ich jetzt interessant, weil ich glaube, vor dem Update hat die zum Feld gehört. Und jetzt hat man nämlich ein bisschen das Problem, dass wir gar nicht bis an die Wiese, die dort eben ist, an das Grasfeld, können wir gar nicht bis überall bis ranmalen. So. Das ist so ähnlich ein Phänomen, wie wir auch oben am Feld haben, als ich da nämlich versucht habe, bis an den Feldweg zu malen und wir auch da ein paar Millimeter Luft beziehungsweise wir erst das Feld 4 kaufen müssen, damit wir auch dort dann malen können. Aber die Insel dort da, die kann ich natürlich nicht kaufen und insofern, ja, ein bisschen ungeschickt. Aber sei es drum, dann haben wir eben kleine Flächen oder wir werden uns damit behelfen, dass wir da irgendwas hinbauen. Wir kriegen das schon irgendwie gewuppt. So, ist der Kollege schon wieder auf dem Rückweg. Der fährt da oben tatsächlich zwischen dem Trecker und zwischen dem Anhänger da oben durch. Spannende Geschichte. Also er schafft's, aber ich finde schon die Wegfindung sehr interessant. Okay. Ja, das Ganze wird dann auch interessant, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen blockieren mit Zäunen. Dass er dann vielleicht doch um das Ganze, um diese Insel herumfährt. Naja, okay. Sei es drum, solange er im Moment noch nicht kollidiert, werden wir da auch nichts machen. Wir sind ja schon froh, dass es überhaupt funktioniert. Das nimmt uns ja schon viel, viel, viel Arbeit ab, denn jetzt steht ja schon wieder unser Abfahrer parat. Dann haben wir nicht so lange Wartezeiten. So, 92. So, eigentlich müssten wir jetzt gleich hupen, oder? Yep. So, dann Job erstellen und ab die Post. Und er fährt ran. So, jetzt muss ich mich erstmal hier selber ein bisschen in Position bringen auf meinem Stuhl. So, weiter geht's, Herr Kollege. Es gibt noch viel zu häckseln, packen wir es also an. So, jetzt haben wir ein bisschen das Problem, dass wir natürlich jetzt wegfahren. Deswegen werden wir ihn jetzt gleich nicht mehr sehen, da in der Entfernung. Weil es hätte mich jetzt auch interessiert, ob der auch da hier zwischendurch fährt.
Naja, wie gesagt, spannende Wegfindung. So, an der Stelle darf ich wieder ein bisschen auch Eigenwerbung machen. Also wenn ihr nämlich mal Bock habt, auch eine andere Map zu sehen hier bei mir auf dem Kanal, Neu-Medibrunn haben wir noch im Angebot. Und zwar eine richtig schöne Alpenmap mit kleinen Feldern, mittleren Maschinen und einem schönen Dorfhof. Feine Sache, Hof also mitten im Dorf, kann man sagen. Und da machen wir natürlich auch Viehhaltung. Da werden wir uns auch um unsere Kühe kümmern. Und eine richtig schöne, spannende Alpenmap. Wenn ihr also Bock habt, Neu-Medibrunn ist hier das zweite LS22-Projekt, das hier bei mir auf dem Kanal zurzeit läuft. Und ansonsten schaut auch mal vorbei, wenn ihr vielleicht Bock habt auf ein bisschen Action. Auf Action! Dann spiele ich nämlich als jetzt auch Freitagabends und mache auch einen kleinen Walkthrough durch The Division und den ersten Teil und den zweiten Teil. Also wenn ihr da mal ein bisschen Bock habt, schaut doch einfach mal bei mir am Kanal vorbei. So, wo ist denn jetzt unser Kollege? Da müsste doch schon abgeladen haben. Oder ist es nur wegen der Entfernung, dass er jetzt gleich auftaucht? Ah, da kommt er. Sehr schön. Also im Prinzip funktioniert's. Aber wir werden jetzt dann mal mit dem Abfahrer mitfahren, weil das würde mich jetzt dann doch mal interessieren, wie er seinen Weg zum Silo findet. Unabhängig davon müssen wir ja auch am Silo jetzt erstmal das Fermentieren auch einschalten, damit wir auch Material bekommen. Ja, der große Vorteil von diesem Silo ist natürlich im Gegensatz zu einem Fahrsilo, dass wir hier mit einem Silo arbeiten und wir können dann eben kontinuierlich fermentieren und auch kontinuierlich dann auch Silage und ähnliches abtanken. Und vor allen Dingen können wir in das Silo eben auch Gras, Heu und Stroh reinwerfen zum Laden. Das ist natürlich der ganz, ganz große Vorteil und deswegen mag ich es auch sehr, sehr gern. Es nimmt auch eben nicht allzu viel Platz weg und ist auch vom Einkauf her, von der Anschaffung, erschwinglich und hilft natürlich gerade am Anfang bei so einer Map, dass wir hier mit entsprechenden, ja, dass wir entsprechend vorwärts kommen. So, 76, wir hupen. Dann weiß der Kollege, dass wir voll sind. Und ich würde jetzt mal ganz kurz hier ihn hier ausschalten. So, weil wir werden jetzt hier mit ihm und dem Helfer mal mitfahren und schauen, wie er das Ganze jetzt bewerkstelligt. So. Er müsste sich, ja, da tut das auch, in Gang setzen. Und in der Zwischenzeit gehen wir mal in unsere Produktion. Silage, Häckselgut und starten jetzt mal. Und das Ganze werden wir auch erstmal behalten. Er lenkt ganz schön wild. So. Und hält natürlich hier mitten auf die Insel zu. Auf die Botanik. Da kennt er gar nichts. Weder Freund noch Feind. Erstaunlich. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, wenn man jetzt probehalber Zäune setzt hier um diese Insel herum, wie dann das ganze System reagiert. So, auch hier bietet sich dann natürlich ein Screenshot an. Zack. Und zack. Yep.
So, und jetzt vermute ich, dass er hier sofort rechts abbiegt und nicht um die BGA herum. Ne? Ja, klar. Also da müssen wir uns Gedanken machen, ob wir das vielleicht ein bisschen besser steuern, dass er eben außen rum fährt. Naja, gut, also im Moment kommt er hier durch. Okay, Freunde, mit den Erkenntnissen und mit dem Häckseln darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Freut mich, dass ihr ein bisschen Zeit gefunden habt, hier bei meinem Kanal hier reinzuschauen. Ich bedanke mich auch bei eurem Feedback, bei euren Däumchen und natürlich bei allen, die mir hier ein Abo dagelassen haben und dadurch meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Badenfarmer.